In diesem kurzen Video geht es rund um den nagelneuen Thrive Theme Builder. Was der Thrive Theme Builder genau ist, wieso es das wohl mit Abstand beste WordPress Theme ist, was der Unterschied zum Thrive Architect ist und wie der Thrive Theme Builder natürlich am Ende funktioniert, das erfährst du jetzt in diesem kurzen Video. Ich habe bereits seit einiger Zeit auf den Thrive Theme Builder Zugriff gehabt, da ich im sogenannten Alpha Squad von Thrive Themes mit dabei war. Das ist einfach so eine Alpha-Tester-Phase gewesen. Und seitdem das Theme jetzt am Montag offiziell veröffentlicht wurde, der Theme Builder, eigentlich ist es gar kein richtiges Theme mehr, kann ich gleich mal vorwegnehmen. Seitdem es am Montag veröffentlicht wurde, haben wir jetzt eben auch bei WP Erfolg, nutzen wir eben jetzt auch den Thrive Theme Builder und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut begeistert davon. Das ist wohl mit das absolut beste WordPress Theme, das ich je in meinen Händen gehalten habe. Und in diesem Video erfährst du jetzt eben, wie auch du den Thrive Theme Builder ganz einfach nutzen kannst. Ich gebe dir ein Tutorial dazu. Du kannst also direkt nach dem Video, wenn du magst, mit dem Thrive Theme Builder durchstarten oder dir vielleicht auch erstmal einen ersten Eindruck von diesem speziellen WordPress Theme Builder machen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr weiter drum herum, sondern legen direkt los. Wir sehen uns nach dem Intro. Also, was dich erwartet, das zeige ich dir jetzt, damit du einfach einen klaren Überblick über dieses Video hast. Ja, die einzelnen Punkte, die dich im Video erwarten, die findest du natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung direkt verlinkt. Dann kannst du einfach auf den entsprechenden Punkt draufklicken und springst direkt zur passenden Stelle im Video. Ja, was ist der Thrive Theme Builder? Das zeige ich dir jetzt im ersten Schritt und ich zeige dir auch die Vorteile. Dann, ganz wichtiger Punkt, ich zeige dir den revolutionären Unterschied oder die revolutionären Unterschiede zu normalen WordPress-Themes. Ja, man muss ja wirklich revolutionär sagen, weil sowas wie den Thrive Theme Builder gab es in dieser Form noch nie. Ich zeige dir auch den Unterschied zum Thrive Architect bzw. zu WordPress-Page-Bildern allgemein. Dann werden wir den Thrive Theme Builder gemeinsam installieren. Kannst du gleich mitmachen, wenn du magst. Und wir werden den Thrive Theme Builder dann natürlich auch einrichten. Heißt, wir werden den Wizard, also wir werden erstmal die Grundeinstellungen durchgehen, das Branding, die Schrift und viele weitere Dinge. Und dann werden wir einzelne Templates anpassen. Und ich zeige dir noch, was es mit den Global Fields auf sich hat. Das ist auch eine extrem geniale Sache. Also mit einzelnen Templates meine ich außerdem, also das Template für die Startseite oder für die 404 Fehlerseite oder für die Blogseite oder für einzelne Blogartikel, die können wir nämlich diese Templates ganz einfach anpassen, wie du gleich merken wirst. Und dann werden wir noch eine einzelne Seite bearbeiten. Da wird dir dann nochmal der Unterschied vom Theme Builder zum Thrive Architect etwas klarer werden. Wenn das jetzt schon gut für dich klingt und du dich auf das Video freust, dann zeig das gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne WP Erfolg, den WP Erfolg YouTube-Kanal hier, für mehr Website-Erfolg und aktiviere die Glocke, um kein wichtiges Video mehr zu verpassen. So, genug geredet und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Also, was ist der Thrive Theme Builder? Ganz wichtig ist vorweg zu sagen, es ist kein Plugin, ja? Es ist im Endeffekt ein Theme, mit dem du dein individuelles Theme erstellen kannst. Ja, also heißt, mit dem Thrive Theme Builder kannst du im Endeffekt dein individuelles Theme erstellen, das du ganz genau auf dich anpasst, so wie du es eben haben willst. Und das ist eine geniale Sache. Ja? Wieso, wirst du auch gleich nochmal besser erfahren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, du kannst eben im Frontend dein Theme anpassen. Also du kannst live dein Theme anpassen. Du siehst also direkt die Änderungen. Ja? Also normalerweise musst du ja irgendwie in den Theme-Optionen im WordPress Backend deine Theme-Einstellungen anpassen. Aber mit dem Thrive Theme Builder kannst du einfach live auf deiner Website das Theme im Endeffekt anpassen. Ja, und dann siehst du ganz genau, was, kannst du ganz genau die Änderungen vornehmen, die du haben willst, wirst du auch gleich nochmal besser verstehen. Auch die 404-Seite zum Beispiel oder die Blogseite oder Archivseiten und so weiter sind individuell anpassbar. Bei eigentlich keinem Theme da draußen kannst du Seiten wie die 404-Seite, die Blogseite oder die Archivseite oder ähnliche Seiten so individuell anpassen wie mit dem Thrive Theme Builder, also das macht es auch wirklich wieder einzigartig. Das ist so genial, das war einfach bisher nicht möglich. Ja? Du hast eben dadurch auch wirklich die volle Kontrolle über dein Theme.
Ja, mit den meisten Themes kannst du ein paar kleine Anpassungen machen, aber wirklich die grundlegende Struktur verändern oder irgendwas ganz genauso anpassen, wie du es am Ende haben willst, ist mit fast keinem WordPress-Theme da draußen möglich und mit den bisherigen nur schwer, sehr kompliziert oder du musst programmieren. Mit dem Thrive Theme Builder ist das nicht mehr so. Du musst überhaupt nicht programmieren, null Programmierkenntnisse ist notwendig und du hast trotzdem die volle Kontrolle. Also das ist wirklich extrem einfach jetzt, das eigene Theme anzupassen, wenn man den Theme Builder eben nutzt. Ja? So, was ist jetzt der Unterschied zu anderen Themes? Den Unterschied hast du jetzt höchstwahrscheinlich bereits herausgehört, als ich dir gerade erklärt habe, was der Thrive Theme Builder eigentlich ist. Hier nochmal ganz kurz aufgelistet. Mit dem Thrive Theme Builder kannst du tatsächlich alle Seiten endlich anpassen. Auch 404-Seite, die Blog-Seite und ähnliche Seiten, die du sonst mit einem normalen Theme nicht anpassen kannst. Du kannst das alles live editieren im Endeffekt, sodass du direkt die Änderungen siehst und musst es nicht erst in den Theme-Optionen anpassen und dann die Seite neu laden und schauen, ob alles so geändert wurde, wie du es haben willst, wie es eigentlich bei den normalen Themes der Fall ist. Du hast auch extreme Individualität, das habe ich bereits öfters angesprochen. Also heißt, machen wir da mal ein Beispiel. Bei einem normalen Theme hast du vielleicht 5 verschiedene Header, die du auswählen kannst und einen davon musst du nehmen. Beim Thrive Theme Builder kannst du den Header individuell gestalten. Also du kannst sagen, hey, das Menü soll so groß sein, das Logo soll dort platziert sein, genau an der Stelle und ich möchte noch einen Button im Menü und die und die und die Dinge. Ja, und noch ein E-Mail-Eintragungsfeld möchte ich auch noch im Menü oder im Header-Bereich, meine ich, haben. Ja, das ist bei einem normalen Theme halt einfach undenkbar, so individuell das anzupassen. Ja, ne? Wie gesagt, jede Website ist durch diese individuellen Einstellungen natürlich auch individuell und sieht nicht eben wie, so aus, wie wenn es ein Theme von der Stange ist, sage ich mal, wie es eben bei normalen Themes ist. Da erkennt man meistens direkt, aha, die Website benutzt dessen das Theme. Und beim Thrive Theme Builder ist halt jede Website im Endeffekt extrem individuell. Ja. Auch ein schneller Designwechsel ist möglich, denn du hast beim Thrive Theme Builder die sogenannte Smart Color Technologie, so. Heißt, du kannst bestimmte Elemente oder die meisten Elemente eigentlich mit so einer Smart Color versehen. Und wenn du jetzt diese Smart Color auf grün setzt und dann irgendwie, was weiß ich, in 2 Wochen die Smart Color, aber also ich sag mal, das Design von deiner Website von grün auf rot verändern willst und dann eben die Smart Color auf rot veränderst, dann werden alle Elemente, für die du dieses spezielle Smart Color benutzt hast, eben auch automatisch rot und du musst nur mit einem Klick kannst du im Endeffekt alle Elemente oder dein ganzes Website-Layout dank dieser Smart Color-Technologie verändern. Mit normalen Themes ist das in dem Umfang überhaupt nicht möglich. Es ist auch ein langfristiges Theme und normale Themes, die veralten halt irgendwann häufig. Außer sie werden natürlich regelmäßig geupdatet. Aber da jedes Theme oder da der Theme Builder, also mit ihm so individuelle Themes möglich sind und eigentlich auch jede Art von Design möglich ist, kann es im Endeffekt gar nicht wirklich veralten, weil du auch Designs, die es vielleicht heute noch gar nicht gibt oder Designstile, die man heute noch nicht verwendet, naja, die wirst du in Zukunft im Normalfall mit dem Thrive Theme Builder auch dann in Zukunft erstellen können und da musst du nicht irgendwie neues Theme nehmen, das genau deinen Designstil hat, sondern kannst eben immer bei diesem Theme bleiben, musst nicht mehr irgendwie zu einem neuen WordPress-Theme wechseln, weil du eben, naja, mit dem Theme-Builder dann automatisch dein eigenes neues Theme erstellen kannst. Ja, das ist ja im Endeffekt ein Theme im Theme. Ja, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ja. Genau. Und trotz der vielen Funktionen ist es dennoch schnell eingerichtet, muss man auch einfach sagen. Und du kannst halt auch eigene Templates erstellen. Also eigene Templates für deine Blogposts oder ähnliches. Auf den Punkt gehen wir später noch genauer ein, dann wirst du das nochmal viel, viel besser verstehen. Jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich kurz drauf eingehen möchte, und zwar den Unterschied zum Thrive Architect. Was ist der Unterschied vom Thrive Theme Builder zum Thrive Architect? Das kann schnell verwechselt werden, deshalb ist wichtig, da noch kurz drauf einzugehen. Ja, der Thrive Theme Builder ist, wie der Name schon sagt, natürlich ein Theme und der Thrive Architect ein Plugin. Bei einem Theme ist es allgemein so, das ist nicht nur beim Theme Builder so, sondern allgemein so, wenn du eben eine Änderung im Theme vornimmst, zum Beispiel, ich sag mal, dein Header änderst, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf alle anderen Seiten, ja, die eben diesen Header verwenden.
Beim Thrive Architect, wenn du eine Änderung machst auf eine Seite, hat das nur Auswirkungen auf die entsprechende Seite. Ja? Und bei einem Theme, ja, ein Theme, das bestimmt ja das standardmäßige Design von Beiträgen und Seiten. Ja? Und, also ich sag mal, das gibt den groben Rahmen. Und mit dem Thrive Architect kannst du im Endeffekt Seiten und Beiträge im Detail gestalten. Ich zeige dir das jetzt mal anhand eines Beispiels, damit du das direkt besser verstehst. Also wir haben jetzt hier einen Blogartikel, ja. Und was wird jetzt hier vom Theme definiert und was vom Thrive Architect? Das Theme definiert hier oben das Menü. Auch hier diese Breadcrumbs, ja. Und auch die Sidebar wird vom Theme vorgegeben, ja. Und die können wir natürlich mit dem Theme-Builder anpassen. Ja, auch hier, ich sag mal, dass wir jetzt hier unten weitere Artikel, die weiteren vorgeschlagenen Artikel angezeigt werden, definiert das Theme, genauso wie diesen Bereich hier und den Footer. Das ist jetzt alles vom Theme definiert. Dieser Text hier, der ganze Inhalt, den können wir natürlich individuell anpassen mit dem Thrive Architect, ja. Also das hier passen wir mit dem Thrive Architect an, das Äußere hier in diesem Fall mit dem Theme Builder. Du kannst natürlich auch, jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Seite, die wurde jetzt ohne den Theme Builder gemacht, die wurde nur mit dem Thrive Architect gemacht. Ja? Du siehst ja nämlich nicht dieses Menü, du siehst ja nicht diese Sidebar, du siehst ja nicht diesen Fußbereich. Hier haben wir einfach von Null auf mit dem Thrive Architect gestartet. Ja? Und klar, auch mit dem Thrive Architect kannst du ein Menü und ein Footer hinzufügen, nur wenn du das machst, hat das nicht irgendwie Auswirkungen auf andere Seiten, wie beim Theme Builder jetzt hier, ja? Würde ich jetzt nämlich hier das Menü ändern, dann würde das Menü für alle anderen Blogartikel geändert werden, ja? Oder würde ich hier die Sidebar ändern, dann würde die Sidebar für alle anderen Blogartikel geändert werden, die dasselbe Template verwenden. Das wirst du später nochmal besser nachvollziehen können, ja? So, das dazu und wir legen jetzt mal direkt richtig los mit dem Thrive Theme Builder. Jetzt legen wir richtig los. Im ersten Schritt müssen wir jetzt natürlich erstmal schauen, hey, woher bekommen wir eigentlich den Thrive Theme Builder und wie installierst du den Thrive Theme Builder nachher auf deiner Website. Das zeige ich dir jetzt ganz einfach Schritt für Schritt und danach zeige ich dir dann ganz einfach die einzelnen Einstellungen und wie du mit dem Thrive Theme Builder arbeitest. So, woher bekommst du den Thrive Theme Builder? Nun ganz einfach, ich habe dir unterhalb des Videos einen Link gepackt, das ist der erste Link in der Videobeschreibung, da klickst du drauf und dann landest du auf der Seite, wo ich mich jetzt gerade befinde, wo du dir eben den Thrive Theme Builder holen kannst. Ja? Du findest den Link zum Thrive Theme Builder natürlich auch in der Infokarte, die du jetzt wahrscheinlich gerade über mir eingeblendet findest, rechts oben im Eck. Ja? So, wenn du dann auf dieser Seite bist mit dem Thrive Theme Builder, kannst du eben den Thrive Theme Builder dir hier über den entsprechenden Button holen. So. Sobald du dir den Thrive Theme Builder geholt hast, bekommst du eine E-Mail zugesendet von Thrive Themes mit deinen Login-Daten. Ja? Und na, dann gehst du eben auf den entsprechenden Link in der E-Mail oder gehst hier zu thrivethemes.com und klickst auf Member Login und loggst dich eben bei Thrive Themes mit deinem Account ein, den du eben dann bekommen hast, ja? Nachdem du den Thrive Theme Builder dir hier geholt hast. So. Und wenn du dich eingeloggt hast, landest du beim Member-Dashboard. Und was du jetzt hier machen musst, ist, ja, ein ganz wichtiger Punkt eben, den du hier machen musst, ist eben erstmal den Thrive Product Manager herunterzuladen. Das ist einfach ein Plugin, über das wir nachher zum Beispiel den Theme Builder oder auch den Thrive Architect oder alle anderen Thrive Themes Produkte installieren können. Ja? Also ich habe den jetzt hier heruntergeladen. Und dann gehen wir mal direkt rein zu unserer Website. Ne? Aktuell sieht die so aus, also nicht wirklich schön, aber das wird sich jetzt gleich ändern, weil wir jetzt gleich den Theme Builder installieren. So, dann gehen wir eben zu Plugins, installieren und dann zu Plugin hochladen und ziehen jetzt hier dieses Thrive Product Manager Plugin rein und klicken dann auf Jetzt installieren. So, jetzt wurde das Plugin auch schon installiert und wir klicken auf Plugin aktivieren. Ich schalte währenddessen mal meine Kamera aus, damit ich hier nichts verdecke. Du siehst, nachdem wir den Product Manager aktiviert haben, findest du ihn hier unten und da klicke ich jetzt mal ganz einfach drauf. So, hier können wir jetzt eben die entsprechenden Thrive Themes Produkte, die wir eben haben, ja, installieren und verwalten. So,
zu den einzelnen Produkten, zu Thrive Leads, gibt es zum Beispiel hier auf YouTube auch ein Tutorial. Oder auch zum Thrive Architect gibt es ein separates Tutorial. Zu vielen der anderen wichtigen Produkte hier gibt es natürlich in der Website-Formel sowieso Tutorials, auch nochmal ausführlichere zum Thrive Architect und so weiter. Gar keine Frage. Ja? Was wir jetzt aber fürs Video brauchen, ist im Endeffekt nur den Thrive Architect. Den würde ich dir immer empfehlen zu nutzen, weil damit kannst du so zauberhafte Seiten erstellen, das ist der Wahnsinn, ja. Und eben hier das Shapeshift-Theme. Wenn wir das Shapeshift-Theme installieren, installiert es automatisch den Thrive-Theme-Builder mit, ja. Das Shapeshift-Theme ist ein vorgefertigtes Theme für den Thrive-Theme-Builder, wie du jetzt auch gleich sehen wirst, ja. Und nachdem ich den Thrive-Architect und das Shapeshift-Theme, wo ja automatisch der Theme-Builder mit installiert wird, ausgewählt habe, klicke ich jetzt hier auf Install Selected Products. Und diese zwei bzw. drei Dinge werden jetzt einfach installiert und wir können sie gleich verwenden und eben endlich eine geniale Website haben und haben dann im Endeffekt meiner Meinung nach das wirklich absolut beste WordPress-Theme, was es da draußen so gibt. So, wir gehen jetzt mal hier zu Dashboard und du siehst, nachdem die Seite hier aktualisiert wurde, haben wir jetzt hier den Punkt Thrive Dashboard. Und hier eben auch dann direkt den Unterpunkt Theme Builder. Da klicken wir jetzt mal direkt drauf, ja. Und jetzt startet automatisch der sogenannte Site Wizard. Hier stellen wir erstmal die Grundeinstellungen ein. Ja, dann gibt es hier noch den Punkt Branding, da können wir nachher die Farben einstellen. Den Punkt Typografie, da können wir nachher die Textart und so weiter einstellen für die einzelnen Überschriften oder normalen Text oder die Links und so weiter. Und hier können wir nachher die einzelnen Templates bearbeiten. Also hier können wir nachher bearbeiten, wie soll denn nachher die Blogseite genau aussehen? Wie soll die Startseite genau aussehen? Wie soll eine 404-Fehler-Seite aussehen? Wie soll eine Archivseite aussehen? Oder was auch immer. Ja, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wir gehen das jetzt dann nachher chronologisch durch. Starten wir also direkt mal mit dem Site Wizard. Da gehen wir jetzt hier zu Logo und wählen hier unser Logo aus, das wir haben wollen. Ich nehme jetzt hier einfach dieses Standardlogo und klicke auf Select. Dann auf Choose and Continue und dieses Logo wird dann eben automatisch hier eingefügt und wir sind direkt in Schritt Nummer 2, Header. Hier können wir jetzt also unseren Header-Bereich oder den Header auswählen, wie der Header-Bereich eben aussehen soll. Und da können wir jetzt hier zum Beispiel über den Pfeil einfach uns die verschiedenen Vorlagen anzeigen lassen, die es gibt. Wir können den Header natürlich nachher individuell nochmal bearbeiten. Wir können auch hier einen Button reinmachen, das Logo größer, kleiner, was auch immer machen, weitere Elemente hinzufügen, so wie wir das haben wollen. Ja, ja, du siehst ja auch ganz viele verschiedene Vorlagen. Ich nehme einfach mal die normale Vorlage, die finde ich jetzt am passendsten für das Video. Ich klicke dann jetzt hier auf Choose and Continue. So, hi, gleich geht's weiter mit dem Video. Studien zeigen, weit über 90% der Websites im Internet scheitern, weil die meisten Menschen nicht wissen, worauf es wirklich ankommt. Damit deine Website hingegen zu den Gewinner-Websites gehört, schenke ich dir jetzt mein nagelneues gratis Website-Buch. In ihm erfährst du meine erprobte und einzigartige 12-Schritte-Strategie, mit der auch du deine erfolgreiche WordPress-Website mit vielen Besuchern erstellen kannst. Bereits tausende Menschen haben es sich heruntergeladen und sind diesen Weg erfolgreich gegangen. Du entdeckst, was richtige Website-Profis anders machen und kannst dann Schritt für Schritt abhaken, bis du deine fertige Website hast, mit der du dein Ziel erreichen kannst, also zum Beispiel mehr Leads, Umsatz, Besucher, ja, Kontaktanfragen und so weiter bekommen kannst. Klicke also jetzt direkt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und sichere dir kostenlos diesen einzigartigen Fahrplan zur modernen Profi-Website. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Jetzt können wir dasselbe mit dem Footer machen, ne? Hier haben wir den Footer-Bereich und auch diesen können wir natürlich dementsprechend abändern, so wie wir ihn eben haben wollen. Ne? Auch hier gibt es wieder ganz arg viele Vorlagen, ne? Die wir eben einfach auswählen können mit einem Klick. Ne? Jetzt zum Beispiel diese hier. Ich lasse aber mal die Standardvorlage, die gefällt mir sehr gut und klicke dann auf Choose and Continue. Homepage. Hier können wir jetzt unsere Startseite festlegen. Ja? Hier können wir eine Ready-Made Homepage nehmen oder wir nehmen einfach eine unserer existierenden Seiten, was ich empfehlen würde. Oder du nimmst einfach, also was ich jetzt nicht empfehlen würde, ist, wenn du hier deine Blogartikel auf der Startseite anzeigen lassen würdest. Würde ich nicht empfehlen, ich würde hier dir das empfehlen, das nehmen wir jetzt. Und
Da können wir jetzt einfach eine Seite auswählen. Wir haben jetzt aktuell hier drei Seiten. Unsere Startseite, unsere Datenschutzerklärungsseite und unsere Impressumsseite. Auf unserer Startseite ist aktuell nur der Text drauf. Die können wir nachher natürlich individuell bearbeiten, so wie wir sie eben haben wollen. Deshalb nehmen wir jetzt einfach mal die hier. Weil Datenschutzerklärung oder Impressum wird ja keinen Sinn machen als Startseite. Und klicken dann hier auf Choose and Continue. Ja. Jetzt können wir eben das Layout auswählen für einen normalen Blog. Ja? Was soll für ein normaler Blogartikel für ein Layout eben haben? Ne? Genau. Beim Blog machen wir. Was soll der für ein Layout haben? Und hier gibt es auch wieder zahlreiche Vorlagen. Wir können zum Beispiel das hier nehmen. Da ist dann hier links der Titel, rechts das Beitragsbild. Ne? Da wird dann automatisch das Beitragsbild des jeweiligen Blogartikels hier eingefügt. Und dann hier unten ist eben der Inhalt, in dem Fall hier eine Autorenbox, eine Kommentarsektion und hier ein Kontaktformular. Genau, das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Ich mache es jetzt mal der Einfachheit halber, nehme ich jetzt mal das hier, das mag ich eigentlich. Nehmen wir nicht das, sondern, nehmen das, da kann ich dir nachher am besten ein paar Dinge noch zeigen. Und na, haben wir jetzt dann hier eben unser Beitragsbild, was automatisch in den Hintergrund eingefügt wird. Ne? Dann hier der Titel des jeweiligen Beitrags wird hier automatisch angezeigt und hier eben der Inhalt des Beitrags. Ja? Und das werden wir nachher auch nochmal kurz anpassen. Da werde ich dir zeigen, wie du dann die Blogseite anpassen kannst. Ich klicke jetzt mal auf Weiter. Blogpostlist. Also wie soll nachher unsere Blogseite aussehen? Zum Beispiel, ne, aktuell ist ausgewählt Grid Layout. Na, da ist eben hier, das hier ist ausgewählt, genau, also die werden zwei Blogartikel nebeneinander zum Beispiel angezeigt und dann nochmal, und dann die Sidebar. Wir können aber auch zum Beispiel einfach eine Liste nehmen, das haben wir gerade bei WP Erfolg drin. Da sind dann einfach die Blogartikel untereinander aufgelistet, ja, die wir so haben. Und klicken dann auf Choose and Continue, nachdem wir eben das ausgewählt haben. Ja, wie gesagt, wir können das nachher alles ganz individuell noch gestalten. Ja, die einzelnen Seiten und so weiter. Die einzelnen Layouts, die Templates meine ich. Die Seiten sowieso. So, wie soll eine normale Seite aussehen? Na, aktuell haben wir es hier mit Titelbanner eingestellt. Also das hier so der Titel, so ein Banner in diesem, ja, auf diesem blauen Hintergrund ist. Wir können natürlich auch ganz normale Seite, ne, dass sie ganz normal so aussieht. Also wie man es halt ohne Theme gewohnt ist, sage ich mal. Oder das hier, ja, mit einer Call to Action. Auch sehr clever, muss man sagen, wenn man das so verwendet. Oder hier ganz normal, ne? Also ganz normal mit Sidebar, sage ich mal. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So. Und klicke dann auf Choose and Continue. Jetzt können wir hier ein WordPress-Menü auswählen. Ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel das Hauptmenü, was wir bereits erstellt haben bei dieser Seite, ne? Einmal Blog-Seite und die Ressourcenseite, ja. So, das dazu vorweg. Gut, und jetzt, ne, haben wir so die wichtigen Dinge mal eingestellt, ne? Das kommt noch, Pages und Blogposts, Content, das kommt noch. Das ist aktuell noch nicht verfügbar zum Zeitpunkt, wo ich das Video drehe. Und jetzt können wir auch weitermachen mit den Farben, den Theme Colors. Ja, was soll die Hauptfarbe sein? Zum Beispiel Orange oder ja, was auch immer wir eben haben wollen. Grün, keine Ahnung was. So. Ja, wir können hier natürlich auch ganz individuell eine Farbe auswählen, so wie es uns eben dann gefällt. Wir nehmen doch einfach mal dieses Grün, das gefällt mir gerade ganz gut. Und können dann hier ein Logo auswählen, also hier einfach ein schwarzes Logo, zum Beispiel für weißen Hintergrund. Oder hier, wenn wir jetzt eben eine weiße Version unseres Logos hätten, können wir hier eben diese weiße Version auswählen, die wir immer für zum Beispiel schwarzen Hintergrund verwenden. Ja? Na, wenn ein schwarzes Logo auf schwarzem Hintergrund ist, vielleicht nicht ganz so cool. Ne? Favicon. Ja, hier können wir ein Favicon oder Favicon, ich glaube, da weiß keiner, wie man es richtig ausspricht, hochladen. Und das würde dann hier oben angezeigt werden, anstatt der Weltkugel. Ja? Ich nehme jetzt das hier zum Beispiel. Und ja. So, wähle das aus. Klicken dann auf Typografie. Jetzt können wir hier den Text anpassen.
wie, also die Schriftart können wir anpassen und so weiter. Wir können jetzt hier, wenn wir hier die Überschriften auswählen, können wir zum Beispiel einfach die Schriftart für alle Überschriften auswählen, etwa Arial, aber nicht fett, sondern ganz normal. So soll eine Überschrift dann zum Beispiel aussehen. Also sollen alle Überschriften aussehen. Wir können jetzt natürlich aber sagen, bei der H1, die wollen wir trotzdem immer automatisch fett haben. Ja? So, die können wir natürlich auch einzeln anpassen. Das will ich dir damit einfach zeigen. Und wir können sagen, hey, die normale Schriftart soll aber, also die, für den normalen Text soll die Schriftart immer sein, was weiß ich, Comic Sans oder was auch immer. Ne? Können wir hier eben auswählen. Verdana ist auch ganz cool, wie ich finde. Und die Textfarbe soll aber immer ganz schwarz sein. Das können wir eben auch für alle einstellen, indem wir hier alle auswählen. So, machen wir Hashtag 000 als Hexcode. Das ist das dunkelste Schwarz im Endeffekt. Für den Link wollen wir das aber vielleicht noch ein bisschen anders machen. Wir wollen hier den Link blau haben. Und zwar dieses normale Google Link blau. Gut, ist jetzt nicht ganz genau getroffen. Aber wie man es eben von normalen Links kennt, das würde ich dir zum Beispiel auch immer empfehlen, dass du die Links immer wirklich so ein dunkelblau nimmst, weil dann die Menschen automatisch schon wissen an der Farbe, aha, das ist ein Link. Wenn du jetzt den Link rot machst, dann ist das nicht so einfach zu erkennen, dass es ein Link ist. Ja? Genau, weil wir Menschen einfach unterbewusst schon eingespeichert haben, ja, blau ist eine Linkfarbe, ist die typische Linkfarbe. Wir können hier natürlich auch andere Sets erstellen für Texte, die wir eben dann auswechseln können. Na, indem ich jetzt hier draufklicke, dann können wir eben ein anderes, ja, na, können wir das zum Beispiel aktivieren, indem wir hier auf Make Active machen und einfach mal, da können wir einfach mal eine andere Schriftart zum Beispiel ausprobieren, ja. Genau. Falls wir das vorherige eben nicht löschen wollen zum Beispiel. So, das mal dazu. Was wir jetzt machen können, ist eben hier zu Templates gehen und die einzelnen Templates anzupassen. Also heißt, wir können hier die Homepage anpassen, das Template für die Homepage, das Template für einen normalen Blogartikel, für Errorseiten, für eine normale Seite, ne, für einen Videoblogartikel, für einen Audioblogartikel. Wir können hier auch die Blogseite anpassen oder eine Archivseite. Was wir hier auch machen können, ist, wir können ein neues Template erstellen. Wir können ein Template für Blogartikel zum Beispiel erstellen. Nachher, das zeige ich dir mal, wenn wir nämlich einen Blogartikel erstellen, können wir hier verschiedene Layouts auswählen. Das zeige ich dir jetzt. Test Blogartikel 2 nenne ich das jetzt einfach mal. Legen wir auch mal kurz ein Beitragsbild fest, irgendeins. So, und da können wir hier eben ein Template auswählen. Ja. Na? Zum Beispiel Featured Image Full with Video Post. Das wäre jetzt in dem Fall das Default Video Post Template, was wir dann auswählen würden. Ja? Genau. So, das nochmal dazu. Ich speichere das mal kurz ab und füge noch bei einem weiteren Beitrag, bei diesem hier, das ist nämlich, das brauchst du jetzt nicht machen, das mache ich einfach nur kurz, um dir nachher einen speziellen Effekt zu zeigen. So, nehmen wir das hier mal. Jeder mal Kunde. Aber die meisten zumindest. Und veröffentlichen das kurz noch. So, gut. Und dann machen wir direkt weiter im Programm hier. So. Und zwar können wir jetzt hier, ne, einfach mal dieses Template bearbeiten. Ich klicke jetzt hier auf Edit und jetzt tun wir eben dieses Homepage-Template anpassen. Also heißt, wie soll die Homepage standardmäßig aussehen? Ja, wir können zum Beispiel sagen, hey, bei der Homepage, da wollen wir zum Beispiel kein Footer. Dann klicke ich hier auf das Auge und dann ist der Footer eben weg. Ja, oder wir wollen hier den Button anzeigen lassen. Ja, Content können wir jetzt natürlich nicht ausschalten, das wäre ein bisschen komisch, wäre auch irgendwie unnötig. Ja, auch hier können wir so ein Top-Element hinzufügen. Oder ja, eben auch wieder deaktivieren. Auch den Header können wir aktivieren oder deaktivieren für eben die Startseite. Ja, ja, auch eine Sidebar könnten wir zum Beispiel hier einfügen über die Layout and Visibility oder eben hier auch wieder wegmachen, wenn wir eben sagen wollen, nee, wir wollen auf der Startseite keine Sidebar haben. Ja,
Wir können auch sagen, hey, der Abstand vom Inhalt soll hier 60 hoch sein, ja, bei der, und nach unten auch 60, ja, von der Startseite der Inhalt. Ja, du siehst, hier oben ist jetzt der Abstand größer. Wir können auch sagen, hey, das Ganze soll Full Width sein, boxed. Ja, genau, das können wir auch machen. Oder hier die Breite auf 120 groß machen und viele weitere Dinge hier eben einstellen. Angenommen, wir machen jetzt hier einen Background rein. Ja, dann müssen wir hier nachher den Text natürlich eben weiß machen, gar keine Frage. Wenn wir hier eben den Background in dem Fall hier, wie ich ihn jetzt gerade gemacht habe, schwarz gemacht habe. Ja, du kannst hier wie gesagt alles ganz individuell anpassen. Natürlich auch die einzelnen Elemente hinzufügen. Könnten wir natürlich hier auch Breadcrumbs hinzufügen, wobei das relativ unnötig jetzt wäre auf der Startseite. Ja, eine Widget Area, was auch immer. Ne? Wir können jetzt hier unten zum Beispiel die Widget Area hinzufügen. Diese hier, das, was es jetzt gerade gemacht hat, ist ganz einfach. Das hat einfach hier, wir haben hier verschiedene Widget Areas. Diese hier, das hat jetzt einfach diese Widget Area hinzugefügt gerade. Ne? Wir können hier auch eine neue erstellen. Test Area, so. Und dann hätten wir nachher mehrere Areas, die wir hier eben verwenden können. Da können wir ganz viele dann erstellen, so viel wie wir wollen im Endeffekt. Und die dann zum Beispiel einfügen, wenn wir das denn so möchten. So, ja, das jetzt mal dazu. So könntest du eben hier die Basic Homepage anpassen, also das Layout und die entsprechende Seite natürlich jetzt mit dem Thrive Architect zum Beispiel bearbeiten, ja. Also jetzt sind wir nicht mehr im Theme Builder drin, jetzt sind wir im Architect, jetzt würdest du nur die Seite bearbeiten, ja. Wenn wir das jetzt eben machen, ne, da könntest du dann jetzt hier, was weiß ich, ein Image hier oben hinzufügen. So eins zum Beispiel. Ja, genau, das eben anpassen, wie wir es eben haben wollen, zum Beispiel grau machen, keine Ahnung. Und wunderbare Seiten erstellen oder hier eine Hintergrundsektion machen, die über die ganze Breite strecken. Und naja, also zum Thrive Architect gibt es natürlich ein separates Tutorial. Ich zeige jetzt einfach hier nur ein paar Dinge, die man zum Beispiel machen könnte. Und dann hier den Abstand zum Inhalt in dieser Hintergrundsektion um 50 erhöhen zum Beispiel von oben und unten. Und dann hier zum Beispiel, was weiß ich, herzlich willkommen reinschreiben, was ich jetzt niemandem empfehlen würde, herzlich willkommen auf die Startseite zu schreiben. Das ist nicht so clever, da sollte man Nutzen kommunizieren. Aber wie gesagt, das dient hier erstmal nur als Beispiel. So, wir können natürlich hier oben, wir könnten da jetzt, hier müssen das jetzt nicht schwarz machen, sondern könnten hier auch ja ein beliebiges Bild als Hintergrund nehmen. Nehmen wir doch gerade hier wieder diese Weltkugel, weil sie so cool ist. Und hier das vielleicht ein bisschen schwarz machen. So, damit man den Text besser lesen kann. Genau. Ja, und so könntest du die Seite anpassen. Wie gesagt, ein ausführliches Tutorial zum Thrive Architect gibt's in einem Video, das ich dir vielleicht auch hier gerade irgendwo einblende. Oder findest du auch vielleicht in der Video, findest du in der Videobeschreibung verlinkt das Tutorial, ja. Gut, so, wir, jetzt geht es ja wie gesagt nicht um Thrive Architect, das war jetzt gerade ein Mini-Exkurs, sondern eben hier um den Thrive Theme Builder. So, jetzt haben wir eben hier das Homepage-Layout angepasst. Da hat man jetzt noch nicht so krass die Macht vom Thrive Theme Builder gemerkt, weil das ja jetzt eben im Endeffekt nur das Layout von der Startseite angepasst hat. Und eine Startseite haben wir ja eigentlich nur einmal auf unserer Website. Was jetzt viel mehr Spaß macht und wo jetzt schon viel mehr die Power siehst, ist, wenn du hier jetzt zum Beispiel das Layout für den Standard-Post für einen normalen Blogartikel anpasst. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. So, und zwar haben wir hier den normalen Blogartikel. Ja? Also heißt, aktuell haben wir ein entsprechendes Layout, ne, das haben wir vorher ausgewählt, und dieses Layout, ne, führt dazu, dass wir jetzt hier oben ein Hintergrundbild haben, ja, also dass unser Beitragsbild, was wir in den Blogartikel eingefügt haben, wird hier automatisch als Hintergrundbild aktuell verwendet. Ja. So, und wir können jetzt zum Beispiel sagen, ne, hier aktuell wird der Titel hier angezeigt, dann wird hier das Datum, das Veröffentlichungsdatum des Artikels angezeigt, die Kategorie, wo der Artikel drin ist und wie viele Kommentare der Artikel hat, wird angezeigt. Ja. So, und jetzt können wir sagen, nee, bei unseren Artikeln soll standardmäßig der Titel nicht hier oben angezeigt werden,
sondern hier. Und der Text soll natürlich weiß sein, damit man ihn auch lesen kann. Wir wollen das Veröffentlichungsdatum nicht anzeigen lassen, weil wir da keinen Mehrwert drin sehen für den Nutzer. Vielleicht, ne? Und können jetzt sagen, hey, wir wollen aber die Kategorie anzeigen lassen. Da würde ich den Text jetzt hier kurz farbig machen, so. Und die Kommentare wollen wir auch anzeigen lassen, und zwar links, so, nebendran. Und dann, ne, würde jetzt hier der Inhalt des entsprechenden Blogartikels angezeigt werden. Was wir auch hier natürlich wieder machen können, ist, wir können sagen, hey, wir wollen hier oben den Header nicht haben, ne? Oder wir wollen hier das Bild gar nicht haben, ja? Oder wir wollen hier die Seitenleiste nicht haben, die Sidebar, ne? Das ist sie zum Beispiel weg. Oder hier dieses Subscribe Now, das Bottom Element, wollen wir zum Beispiel hier nicht haben bei unseren Blogartikeln. Ich würde es drin lassen, ne? Das ist natürlich clever, wenn du hier unten eine Call to Action reinmachst. Ja, wir können auch sagen, hey, der Footer soll weg. Ja, würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Wir können aber auch sagen, hey, hier das Layout bei einem Blogartikel soll Full Width sein. Ne? Das soll hier so volle Breite sein. Auf jeden Fall wäre das eine Möglichkeit. Oder hier eine benutzerdefinierte Breite eingeben. Zum Beispiel 1200. Ja? So. Ja, und das ist halt eben noch lange nicht alles. Wir können sagen, hey, die Tags sollen wo ganz anders angezeigt werden des Blogartikels. Zum Beispiel in der Sidebar, wieso auch immer. Oder wir wollen sie gar nicht anzeigen lassen. Ich lösche sie jetzt mal. Du kannst auch hier weitere Elemente hinzufügen, zum Beispiel eine über den Autor-Box, dass die zum Beispiel hier oben drüber angezeigt wird. Da wird dann, was weiß ich, About the Author-Box angezeigt. Also, ne, die kannst du eben anpassen. Ja, Edit Design, da können wir dann hier zum Beispiel ein Bild von mir reinmachen. So, haha, wo ich so schön hier lache. Wobei, ob das ein schönes Lachen ist oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Und ja, können das eben hier ganz einfach anpassen. So, jetzt hätten wir so eine About the Author Box hier. Die können wir natürlich auch wieder wegmachen. Ja, gar keine Frage. Hier würden uns jetzt zum Beispiel ähnliche Blogartikel angezeigt werden. Wir können auch sagen, hey, nee, die ähnlichen Blogartikel zu diesem Artikel, die wollen wir aber eigentlich lieber hier anzeigen lassen, an der Seite. Na, wir können hier das jetzt natürlich auch verschieben. Nennen das dann zum Beispiel, das könnte dir auch gefallen. So, und dann können wir sagen, hey, pro... Na, es soll uns ein Blogartikel pro Spalte angezeigt werden. Wie viele Artikel sollen uns angezeigt werden? Zum Beispiel unsere neuesten 3 Artikel. Ja, wieso werden uns nur 2 angezeigt? Weil wir aktuell nur 2 auf der Website haben. Wir können natürlich auch sagen, hey, der Artikel muss zum Beispiel derselben Kategorie angehören wie der Blogartikel, wo der Nutzer liest. Das können wir machen. Ja, und hier ganz viele Dinge einstellen. Da möchte ich jetzt aber nicht genauer drauf eingehen, weil das den Rahmen hier des ganzen Tutorials sprengen würde. Hi, gleich geht's weiter mit dem Video. Studien zeigen, weit über 90% der Websites im Internet scheitern, weil die meisten Menschen nicht wissen, worauf es wirklich ankommt. Damit deine Website hingegen zu den Gewinner-Websites gehört, schenke ich dir jetzt mein nagelneues gratis Website-Buch. In ihm erfährst du meine erprobte und einzigartige 12-Schritte-Strategie, mit der auch du deine erfolgreiche WordPress-Website mit vielen Besuchern erstellen kannst. Bereits tausende Menschen haben es sich heruntergeladen und sind diesen Weg erfolgreich gegangen. Du entdeckst, was richtige Website-Profis anders machen und kannst dann Schritt für Schritt abhaken, bis du deine fertige Website hast, mit der du dein Ziel erreichen kannst, also zum Beispiel mehr Leads, Umsatz, Besucher, ja, Kontaktanfragen und so weiter bekommen kannst. Klicke also jetzt direkt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und sichere dir kostenlos diesen einzigartigen Fahrplan zur modernen Profi-Website. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, na, vielleicht, na, Footer wollen wir jetzt zum Beispiel nicht haben, so, die Bottom Section. So, den Footer können wir natürlich hier jetzt anpassen, ja. Wir starten mal, wobei wir starten mit dem Header, das macht mehr Sinn einfach. Ist ein bisschen chronologischer, wie ich finde. Und ja, können jetzt hier sagen, nee, wir wollen unseren Header jetzt mal bearbeiten. Da habe ich ja vorher gesagt, den kannst du natürlich ganz individuell anpassen. Ja, da können wir zum Beispiel sagen, hey, wir wollen hier einen Button reinmachen in unser Menü. Zum Beispiel zum Gratis-Buch
Das haben wir zum Beispiel bei WP Erfolg tatsächlich so. Nur ein bisschen viel schöner designt. ja, da können wir dann zum Beispiel auf unser E-Book verlinken, wo die Nutzer sich downloaden können. Funktioniert natürlich extrem gut, wenn du das in das Menü reinpackst. Also aktuell zeigen das unsere Testwerte bei WP Erfolg. Wir probieren das ja gerade aus, wie gesagt. Ja, wir können natürlich hier alles anpassen. Wir können das Logo anpassen, wir können das größer, kleiner, schmaler, breiter, was auch immer machen. Auch hier das Menü, oh, da haben wir hier gerade einen kleinen Fehler, da müsste ich jetzt nachher schauen, woran das liegt. Das dürfte natürlich nicht sein. So, ändern wir das doch einfach so. Das ist zum Beispiel orange, was auch immer. Genau. Ja. Und können eben hier das Menü jetzt anpassen. So, wenn wir das jetzt gerade, wir haben das jetzt gerade angepasst. Jetzt würde das auch überall für alle anderen Seiten geändert sein. Also ich sag mal so, bei jedem Blogartikel haben wir jetzt eben jetzt hier dieses Menü. Ja, auch bei diesem Blogartikel hier. Aber auch auf der Startseite haben wir jetzt hier dieses Menü. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen willst, du willst das Menü, oder wir machen es jetzt mal am Beispiel des Footers, das wollen wir jetzt nur für alle Blogposts ändern, also nur für alle Blogposts, aber jetzt nicht auf der Startseite oder so. Wir schauen, was haben wir auf der Startseite? Wir haben jetzt hier aktuell so eine Fußleiste. Und wenn wir jetzt sagen, hey, unlink, ja, dann klicke ich jetzt mal und klicke hier jetzt auf Replace, ne, nehme denselben jetzt hier, aber mache jetzt hier zum Beispiel die Column raus und klicke dann hier auf Speichern, weil ich jetzt eben auf Unlink geklickt habe, so, würden jetzt eben bei unseren Blogartikeln überall dieser Footer angezeigt werden. So, auch hier würde derselbe Footer angezeigt werden, aber auf unserer Startseite wird der alte Footer noch angezeigt werden. Du siehst, das Kontakt ist jetzt hier noch drin. Ja. Ich mache das jetzt mal kurz rückgängig, weil ich wollte noch was anderes Cooles zeigen. Und zwar diese, wie nennt man das? Global Fields, genau. Global Fields. Wobei, das zeigt jetzt anhand des nächsten Templates. Wir werden jetzt nicht jedes einzelne Template bearbeiten. Ich werde jetzt noch kurz eine Sache zeigen. So, also na, hier, das, jetzt haben wir hier das Template für die Blogartikel bearbeitet. Ja. Wir können aber natürlich auch jetzt zum Beispiel die 404-Fehler-Seite bearbeiten, wie die aussehen soll. Oder wie gesagt, na, wie ich es ja auch schon gezeigt habe, das könnten wir jetzt hier bearbeiten, die 404-Fehler-Seite. So, hier die Suchleiste dann irgendwie mittelbündig machen. Dieses Bild, das haben wir jetzt mal rausgenommen. Wir können das eben bearbeiten, ja. Und eben ganz genauso anpassen, hier spezielle Links reinpacken, irgendwie zu wichtigen Kategorien oder so, die den Nutzer interessieren könnten. Macht ja durchaus Sinn bei der 404-Fehler-Seite. Na, auch hier könnten wir, wie gesagt, das Layout für den Blog eben anpassen. Na, das haben wir ja bereits ausgewählt, ne, und können jetzt hier eben das anpassen. Wir können jetzt hier auch sagen, hey, wir wollen hier, dass das auf der Seite der Text hier immer fett sein soll, die Überschrift, aber hier nicht die Kategorie angezeigt werden soll, und das Ganze dann speichern oder natürlich auch hier das Ganze auf Deutsch abändern, den Text, mehr lesen, ja, und können dann das natürlich ändern. Ja, eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt bisher auch noch nicht erwähnt habe, ist natürlich, hier können wir den Farbakzent auf der entsprechenden Seite ändern. Wir können jetzt hier sagen, hey, wir wollen hier den orangenen Farbakzent. Ja. Na, wenn ich jetzt hier drauf gehe und Reset Template gehe, dann würden natürlich alle Änderungen, die wir jetzt gerade vorgenommen haben, verloren gehen. Deswegen kam diese Nachricht mit Ja oder Nein, ob wir das wirklich ändern wollen. Genau, und jetzt haben wir eben hier das Template resettet, ja. So, jetzt würde eben alles wieder ganz normal sein, wie es eben vorher war. Also du siehst, hier wird wieder die Kategorie angezeigt und hier wieder der Text und hier wieder der Text auf Englisch. Also der Text in dünn und nicht in fett, so meine ich. Gut. So, genau, jetzt wollte ich noch, eine Sache habe ich jetzt noch ganz vergessen. Und zwar, das ist jetzt halt auch wieder, es gibt so viele Sachen, die ich dir jetzt noch zeigen könnte. Ich möchte noch eine coole Sache zeigen, die anderen Dinge, da gehen wir jetzt hier auf YouTube mal noch nicht drauf ein, weil das würde jetzt einfach den Rahmen des Videos vorerst mal sprengen. Ja,
Und zwar sind das hier die Global Fields. Du siehst hier Company, Phone Number, Company, E-Mail Address. Ja, was ist das? Und zwar findest du hier unter Thrive Dashboard, Smart Site, diese Global Elements. Da kannst du jetzt einfach eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Ich nenne das jetzt einfach mal Test. Ich weiß, ich habe es falsch geschrieben jetzt, so egal. Aber es dient jetzt einfach mal nur eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? Wer hat diese Telefonnummer nicht? Und die haben wir jetzt hier hinterlegt. Und was jetzt passiert, wenn ich die Seite neu lade, ist, dass jetzt eben da, wo unten Phone Number dran steht und E-Mail bei diesen Global Fields, wird jetzt eben diese Telefonnummer angezeigt und diese E-Mail, ja. So. Und würde ich jetzt hier noch eine Adresse eingeben bei Address, ja, dann würde die Adresse eben hier statt Company Address angezeigt werden. Und bei Name der Company, sage ich mal, würde dann eben hier der Name, den ich eingebe, Hundetraining irgendwie. Premium Hundetraining geben wir ein. Premium Hundetraining. So, würde dann jetzt angezeigt werden. Ja? Hier unten dann, wenn ich es jetzt aktualisieren würde. Ja, und genauso ist das zum Beispiel auch für Links. Das ist zum Beispiel extrem cool. Du kannst natürlich auch neue Felder hinzufügen, zum Beispiel Legal, also ne, Legal, also so Rechtssachen. Link. Und dann nennen wir das Impressum. Impressum. Und Haftungsausschluss zum Beispiel, Haftungsausschluss, ja. Und dann würden wir hier eben den Link eingeben, des Linkfeldes. Und so, was jetzt passiert ist, na, jetzt haben wir hier Impressum hinzugefügt als Global Field. So, und was das jetzt macht ist, wir können so ein Global Field einfach per Text hinzufügen, ich zeige dir das mal. Das kannst du auch schon mit dem Thrive Architect, das ist jetzt nicht nur eine Funktion vom Theme, sondern halt von Thrive Themes allgemein. Wenn ich jetzt hier auf das Teilchen gehe und dann hier auf Global Fields gehe und jetzt, jetzt müssen wir erst kurz aktualisieren die Seite, bevor das angezeigt wird. Dann könnte ich jetzt eben das Global Field Impressum zum Beispiel auswählen und dann würde das hier automatisch eingefügt werden, ne, was wir jetzt hier hinterlegt haben. So, also machen wir das nochmal. Jetzt, wo es funktioniert, und wählen dann hier Global Fields und dann hier Impressum aus und klicken dann auf Insert und jetzt wird es hier eingefügt werden. So, was ist jetzt passiert? Jetzt wurde einfach hier der Text Impressum und Haftungsausschluss eingefügt. So, sollte sich jetzt der Link von unserer Impressum-Seite irgendwie mal ändern oder so, dann können wir den einfach hier rüber ändern. Und jetzt überall, wo wir hier dieses Element eingefügt haben auf unserer Website, egal auf welcher anderen Seite, würde dann der Link auch automatisch geändert werden. Heißt, du musst dann also nicht mehr manuell das überall ändern, sondern das wird dann automatisch geändert, sobald überall geändert, wo du eben so ein Global Field verwendet hast, wenn du eben hier das entsprechende Global Field anpasst. Ja, das ist extrem genial und extrem zeitsparend, muss man einfach sagen. Ja, das wollte ich dir an der Stelle noch kurz zeigen. Ja, so, also was haben wir jetzt mal in diesem Video gemacht? Wir haben jetzt in diesem Video mit dem Site Wizard festgelegt, hey, was soll das Layout vom Header sein? Was soll aber auch das Layout von so einer Seite sein? Das können wir natürlich auch wieder ändern. Ne? Wir können jetzt hier sagen, hey, wir wollen gar nicht dieses Layout. Wir wollen dieses Layout. Das ist doch viel cooler. Ja, das Layout von der Homepage, vom Blogpostlist, von Pages, von Blogposts können wir das auch bald noch ändern, wenn es das entsprechende Update gibt. Na, auch hier können wir allgemein eben, da haben wir eben festgelegt, was allgemein der Footer sein soll. Das Branding, die Farben haben wir ausgewählt, Logo, Fab-Icon, die Schriftart und die verschiedenen Templates haben wir angepasst, ja. Zumindest nicht, teilweise jetzt nicht alle, ne. So, und jetzt möchte ich noch kurz zeigen, wie das jetzt ist, wenn du jetzt mit dem Thrive Architect zum Beispiel arbeitest. Ja, beziehungsweise das habe ich dir jetzt eigentlich schon teilweise gezeigt, ne, anhand dieser Startseite hier. Na, das war das. Das zeige ich jetzt einfach nochmal ganz kurz. Na, wir haben jetzt hier das Theme, was eben uns die Rahmenbedingungen gibt. Also hier, was das Menü sein soll oder was hier der Footer sein soll. Und mit dem Thrive Architect können wir jetzt den Inhalt dazwischen bearbeiten, ja. Das war das, was ich am Anfang gemeint habe. Vielleicht hat das dann nicht jeder verstanden, deshalb erwähne ich das jetzt nochmal an der Stelle.
Wir können natürlich aber auch unsere Blogartikel mit dem Thrive Architect bearbeiten, ja. Und ich zeige dir noch gleich ein paar wichtige Sachen, unbedingt noch dranbleiben. Vielleicht denkst du jetzt, oh, Video ist schon gleich vorbei. Aber bitte noch kurz dranbleiben, ich zeige dir noch ein paar coole Sachen. Ne? Und jetzt können wir eben hier den Inhalt einfügen, ja. Na, wenn ich das jetzt hier mit dem Thrive Architect bearbeite, könnte ich jetzt hier den tollen Blogartikel schreiben, bla 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 bla. Hier tolle Bilder hinzufügen oder was weiß ich, vielleicht mal ein Testimonial oder so, aus welchem Grund auch immer. Und könnte dann hier jetzt eben ganz viele tolle Dinge einstellen. Ja, so, also heißt, mit dem Theme-Builder haben wir jetzt hier das Außenrum bearbeitet und den Inhalt, na, den können wir jetzt ganz einfach mit dem Thrive Architect bearbeiten. Ja, wir können natürlich auch eine ganz leere Seite erstellen, das zeigt ihr auch gleich. Ne? Wir können jetzt hier zum Beispiel noch ein Icon hinzufügen, ja, was auch immer, ne? Und das jetzt eben anpassen. Ne? Wie gesagt, auf den Thrive Architect gehen wir jetzt gar nicht weiter ein, da gibt es ein extra Tutorial dazu auf diesem Kanal, verlinke ich dir. Und wenn du in der Website-Formel bist, habe ich dir sowieso alles erklärt zum Thrive Architect, ja? Gut. So, was du natürlich auch machen kannst, ne, ist eben zu sagen, hey, wenn ich jetzt eine Seite erstelle, ja, also ich erstelle jetzt meine Seite, nenne das irgendwie Testseite und veröffentliche die jetzt mal, ja. Dann hat die ja jetzt aktuell das Layout, was wir eben vorher eingestellt haben, ja, dieses hier. Ja, bei der Startseite ist anders, aber ne, für Seiten haben wir es ja so eingestellt. Und vielleicht wollen wir eine ganz leere Seite haben, vielleicht wollen wir das hier gar nicht, vielleicht wollen wir gar kein Menü, vielleicht wollen wir das hier gar nicht. Was machen wir dann, ja? Auch dafür ist natürlich Abhilfe geschafft und zwar können wir hier einfach an der Seite sagen, wir wollen die Top-Section, die Sidebar-Section, die Bottom-Section, die Header-Section und die Footer-Section hiden, also verstecken. Und jetzt würde speziell nur für diese Seite hier, ne, uns das alles nicht mehr angezeigt werden, also hätten wir jetzt eine leere Seite. Ne? Vielleicht wollen wir doch noch den Header anzeigen lassen. So. Und dann würde jetzt uns hier der Header angezeigt werden und dann können wir jetzt das hier mit dem Thrive Architect zum Beispiel eben bearbeiten, wie wir es gewohnt sind. Ja, und hier jetzt eine normale Seite erstellen. Ja, zum Beispiel dann mit Hintergrundsektion, die einfügen, einen entsprechenden Hintergrund auswählen und ja, das Ganze dann hier eben gestalten, so wie wir es haben wollen. Ja. So, ne, Countdown, keine Ahnung was, ne, und hier eben eine Page dann dementsprechend erstellen. Eine weitere Sache, das zeigt ihr jetzt mal einfach anhand von Beiträgen, sind zum Beispiel Templates. Wenn wir jetzt hier einen neuen Testbeitrag erstellen, so, fügen wir noch ein Hintergrundbild kurz ein und jetzt können wir hier, ich habe dir jetzt gezeigt, ne, du kannst die einzelnen Sektionen natürlich auch ausblenden, du kannst aber auch, ne, und auch die Elemente jetzt hier speziell bei Blogartikeln, das gab es jetzt bei Seiten nicht, zum Beispiel Autorenbox deaktivieren für den speziellen Blogartikel, den Post-Title, was auch immer. Es gibt auch verschiedene Templates, du könntest jetzt hier für diesen Blogartikel zum Beispiel ein Video-Template nehmen oder ein Image-Template. Ja, das kann ich dir mal kurz zeigen. Das Video-Template, das haben wir jetzt hier im Theme-Builder. Unter Templates und dann unter hier Featured Image Full with Video. Und zwar ist das dieses Template hier. Na, dann würden wir jetzt eben für diesen Blogartikel speziell dieses Template hier auswählen können. Na, ich habe jetzt hier Featured Image Full with Video eben ausgewählt und wenn, dann könnten wir jetzt hier oben eben ein Video, könnten wir uns automatisch einfügen lassen für eben diesen Blogartikel. Ne? Dann hätte der also nicht den normalen Aufbau der Blogartikel, wie wenn ich jetzt hier Default mache, dann wäre der Aufbau ganz normal, so wie wir eben hier vorher mit dem Theme Builder hier bei Default Post eingestellt haben. Sondern dann wäre der Blogartikel eben, hätte das Layout hier mit diesem Video hier oben. Ja? Und auch dieses Layout können wir natürlich speziell anpassen, können sagen, hey, die Überschrift soll hier unten zum Beispiel hin, ja, statt hier oben und Datum wollen wir zum Beispiel nicht anzeigen lassen oder sowas in die Richtung, ja. Genau, das gibt's auch noch. Ja, das waren jetzt so die wichtigsten Dinge. Ich hoffe, dir hat das Video jetzt sehr geholfen. Ich habe hier wirklich versucht, dir das alles so einfach wie möglich zu zeigen und ich denke, du verstehst jetzt auch, wieso der Theme Builder so ein
mächtiges Theme im Endeffekt ist, beziehungsweise eigentlich ist es ja gar kein Theme, sondern es ist ein Theme-Builder und mit diesem Theme-Builder kannst du deine eigenen Themes bauen, ne, so wie du jetzt gerade gesehen hast. Also das ist der absolute Wahnsinn, was du damit machen kannst, finde ich persönlich, weil normalerweise müsstest du, um ein so geniales Design für deine Website erstellen zu können, um so viele Funktionen zu haben, Möglichkeiten zu haben, meine ich, müsstest du eigentlich programmieren können. Und ja, der Theme Builder ist wie gesagt mein absoluter Favorit. Wie gesagt, du findest ihn unterhalb des Videos. Gerne auf den Link von uns draufklicken, wenn du uns kostenlos unterstützen magst. Ja, genau. Schau dir das Ganze mal an, ob das was für dich ist. Wenn du eben deine Website aufs nächste Level bringen willst und ein wirklich enorm gutes Theme haben möchtest, dann ist das meiner Meinung nach die absolut beste Entscheidung. Und das hier hat hier auch wirklich das WP-Erfolg-Siegel, die WP-Erfolg-Garantie, dass es ein Top-Theme ist. Das ist, ja, mit wahrscheinlich eine der besten Empfehlungen, die ich dir im Jahr 2020 geben kann für WordPress. Ja, genug dazu. Zeig mir gerne, ob dir das Video gefallen hat. Zeig mir das mit dem Daumen nach oben, Daumen nach unten, je nachdem, ob es dir geholfen hat oder nicht. Und ich wünsche dir das Beste. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns dann in einem weiteren Video. Bis dahin, jetzt kommt noch die Endcard, dein Frederik. Like jetzt das Video, wenn es dir geholfen hat und teile es mit deinen Freunden. Abonniere jetzt unseren Kanal für bessere Websites, viele Besucher und mehr WordPress-Erfolg. Stelle zudem sicher, dass du dir dein Gratisgeschenk geholt hast. Links unten findest du ein weiteres spannendes Video. Rechts unten gibt es unser neuestes Video. Wir beide sehen uns gleich im nächsten Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress-Erfolg.